war ein Schupf zu viel. Wenn es im Bedarf da nicht mehr will, kann schupfen, er muss da sein Glück im Angriff mit einem Rückhandabspinnen versuchen. Ah, und dann noch Pech mit dem Netzrolle. 4 Punkte in Serie für den Winsbacher Kostadinov und der hat auch noch eigenen Aufschlag. Vorentscheidung, Fragezeichen, Fragezeichen. Ja, guter Service. Bleibt hier spannend bis zum Schluss. 5-4 führt der Center. Sagt sich so leicht, ne? Sagt sich so leicht. Vielleicht wieder ganz klein bisschen zu ängstlich, zu vorsichtig. Kann man von außen natürlich alles so leicht erzählen, aber dann hätte er vielleicht doch wieder Vorhand anziehen sollen auf die Rückhandseite von Kostadinov. Hätte wenn und aber, jedenfalls erstmal auszahlt, denn es ist bei seinem Papa, der selber nie wirklich Tischtennis gespielt hat, mal so hobbymäßig ein bisschen zwischendurch. Aber der seinen Sohn schon seit Jahren coacht. Da ist die Familie von Kostadin. Und da geht's weiter. Oh ja, den haben wir zweimal verschenkt. War etwas überrascht, dass die plötzlich so angebotsmäßig vor ihm lagen, dann zu lange überlegt. Die Returns zu harmlos von Kostadinov. Jetzt schaut es gut aus für Dennis. Kostadinov mit dem Rücken zur Wand. Ja! Aber bleibt im Spiel. Acht zu acht nur noch. Alles offen. Unentschieden gibt's nicht.
Oh ja. Den hat er gerade noch soeben erwischt, dann hat er mit viel Spin. Unangenehm. 9-8. Jetzt nimmt Konstantin Kostadinov seine Auszeit. Anfangen mit den Aufschlägen von Ämtern. 18, 2 Matchspiele, Dennis Ämter, Sprenger aus Nürnberg. Wäre eine Möglichkeit gewesen, war schön lang. Zweimal da für Dennis, sich den Titel zu holen. 10 beide. Er macht keinen Punkt mehr, wenn Dennis aufschlägt. Aber umgekehrt ist das oft genauso. Wieder zu zögerlich. Die Aufschläge sind eigentlich zu lang. Die kostet die nur 4 Spiele. Glück. Ganz zweifelsohne so ohne Glück. Den kann man zurückspielen, aber das ist natürlich schwierig, ganz schwierig und hat nicht geklappt. So, und da bringt Kostadinov eigentlich zum ersten Mal so einen Angriffsball auf die Rückhand. Da hat er früher so schon Probleme. Seine ganz starke Seite ist natürlich die Vorhand. Dennis Ämter kann beides. Der war fast ein bisschen zu lang im Vergleich zu den vorher und damit hat. Nicht den Mumm. 13-13. Ja, das kann auf die Dauer gar nicht gut gehen. Das wird es wohl jetzt sein, fürchte ich. 3-4 Chancen nicht genutzt. So ein Spiel, das eigentlich keinen Sieger verdient hat. Aber am Schluss hat ihm da die Courage gefehlt. Er hatte die Möglichkeiten, er hätte da ein einziges Mal wirklich hopp oder top draufgehen müssen. Er wollte das einen Hauch zu sicher machen, aber von außen kann man das alles erzählen und kann alles analysieren und drüber reden.
ist natürlich sehr einfach. Vierter Stadtmeister in der HNSA-Klasse 2017, also Kostadinov. Ein am Ende dann doch sehr starkes, spannendes Endspiel.